Inet! Inet! Du, du! Lass du! Mein Hegerot! Ja, dann leg jetzt den Tisch aber da legen! Ja, ja, mein Schnupfer! Also der war macht den wahnsinnig. Ein Tomat hat mehr Temperament und Intelligenz als der meine. Ich glaub's nicht! Ein Steak! Ein richtig fettes Steak! Ja, und dazu ein ganz magerer Salat. Das ist für dich, Klaus-Peter. Weißt du, das heute Trendkost. Wenn ihr getrennt esset, ich was anderes als du. Du weißt doch, dass das Fleisch nicht gut tut. Aber doch, wie mir das gut tut, meine Leckerlilie. Mir tut es gut, jetzt ja. Du kriegst, was dein empfindlicher Magen am besten verträgt. Frisch gepflückter Löwenzahn mit Spinatblätter. So, guten Appetit, mein Schatz. Aber, ich bin doch voll pur. Na, bist halt los. Nach deinem Tod wirst du mir dankbar sein, dass ich die alte Jahr so gut ernährt kann. Komm, ich sag's mir, Eva, komm! Komm! Bei meiner Frau bin ich etwas kennzeichnet. Ihr Migräne ist jetzt so weit überwunden, dass ihr ohne Kopf kochen kann. Ohne eine chinesische Stirnmassage für 120! Klaus-Peter, ich warne dich. Lass mich nicht vom rechten Weg abbringen. Ja. Dem geht's auch wie dem alten Ehemann, dem er an seiner goldenen Hochzeit gefragt hat, was denn die allerschönste Zeit in seinem Leben war. Und er gesagt hat, vier, fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Ihr Gatte, ich wohl seinem Leib erlegen. Erlegen? Kann ich Ihnen dazu gratulieren, kondolieren? Erlegen? Der schaut auch wie eins, dem geht's besser als je zuvor. Warum sind Sie dann so am Boden zerstört? Je gesünder er wird, je mehr nervt er mich. Von morgens bis abends. Und auch noch im Bett. Ach, Gott sei Dank, ich schlafe danach immer gleich ein. Aber dafür schnarcht er das ganze Haus aus. Und am Morgen geht's genauso laut weiter. Henne-Liese, der Läufer liegt natürlich parallel zu den Parkettfugen. Henne-Liese, das Besteck liegt zu weit weg von den Teller. Henne-Liese, das Handtuch hängt rum am Handtuchhalter. Henne-Liese, das Bild hängt schief. Und am Abend im Bett. Henne-Liese, mach das Licht aus, sonst sehe ich doch alles. Frau Müllschwein, nur euer ganzes Humor ist eine Katastrophe, aber der meine ist ein einziges Drama. Das Allerschlimmste ist, je kranker ich werde, desto gesünder wird er. Und ich bin ja mittlerweile ein psychisches und ein physisches Wrack. Ja. Ich weiß nicht, was ich muss. Ich kann gut mit Ihnen mitfühlen. Ich einmal mal näher. So, Frau von Wolkenstein. Die Rechnung. So, jetzt breiten Sie die Arme aus. Schließen Sie die Augen. So, und nun schweben Sie ganz leicht wie auf einer kleinen Wolke dahin. Schön schweben. So, und nun spüren Sie die milde Brise des chinesischen Meeres. Die milde Brise des chinesischen Meeres! Das ist die deftige Prise unserer modernen Luft! Und dann zum Fenst! Jetzt! Nix sexy! Jetzt weiß mein Vater, dass ich mir nicht so einen Hunger habe! Migräne!
ich bloß Migräne. Aber Hunger ist Hunger. Das werden Sie noch bereuen, Sie Widerling. Komm, Wolkenstein, mir kann nicht rein und führet Ihre Therapien in der Stoffe. Was machst du schon mit dem Rabatt? Ich hab die Kochdeckeltherapie ausprobiert. Der Trieber hat sie gewölbt. Ich hoffe, der Krach hat auch deiner Migräne geholfen. Ja, jetzt ist das Hemmung weg. Das Fieschte. Gott, eine hohe chinesische Stundmassage für 120. Ein Kaffee und das gute alte Aspirin von 2,95. Ein Trinken kann, das hilft alle, wenn du noch. Ich glaube ja, mein Kopfweh ist eher psychisch bedingt. Jetzt fang du auch noch mit deinem Sound-Dummer-Sotatsch-Quatz. Wir machen halt unsere Finanzen Sorge. Von morgens bis in Nacht rein sind wir am Schuften. Und was bleibt übrig? Genau, ich bin ein Ihr Geld mit Ihrem chinesischen Hokus-Pokus im Schlaf. Und ich? Aber vielleicht wäre es uns auch besser gegangen, wenn wir unsere beiden leerstehenden Zimmer endlich vermietet hätten. Hat sich denn noch keiner gemeldet auf die Schild, wo ihr in der Straße aufgestellt habt? Bis jetzt noch nicht. Ich glaube, da kommt so was Ähnliches. Seid ihr die Gemüseheinis? Gemüseheini? Oh Mann, dass ihr sie wissen, was ihr da sagt. Wir sind der Gemüseanbaubetrieb Kohlkopf, eine händigrechte Köpfe in der Gegend. Und Qualität wird bei uns groß gestellt. Jetzt halt mal dein Gurgelzöpfchen klar, Meister der Kohlköpfe. Wollt nur mal abchecken, ob du so locker flockig 2.000 bis 3.000 Mäuse verdienen willst. Üppi! Ja gut, sagen wir direkt 3.000. Und wenn du die Klappe hältst, leg ich noch einen großen braunen oben drauf. Na? Jetzt Interesse. Gemüse, Heini. €4.000! Erika! Das ist mir der Gemüse, Heini, wert. Hier drin sind 600 kleine, süße, schnuckelige Pflänzchen. Das sind aber komische Säckchen, ja. So etwas kümmerlich schon wieder nie gesehen. Was wird aus denen, wenn die hier mal ausgemacht? Hatten wir nicht ausgemacht, dass wir keine Fragen stellen? Setz dich da jetzt. Aber ich werde es euch trotzdem beantworten. Ich bin Entwicklungschef bei der Firma Potentia. Und das hier ist ein neues Wundermittel zur Steigerung der Potenz. Ihr pflanzt meine Babys irgendwo zwischen eure Tomaten, Radieschen und Gurken. Legt und pflegt sie wie eure eigenen Kinder. Und wenn sie in ein paar Wochen groß sind, komme ich und hole sie ab und gebe euch die 4.000 Moneten. Und zu niemandem ein Wort. Sonst wird meiner Klare übel und sie spuckt. Ihr Potenzmittel zwischen unsere Tomaten, da werdet ihr ja schamrot. Das ist ja auch euer Betriebsgeheimnis. Es kann natürlich auch sein, dass Spione von fremden Firmen hier auftauchen und was über meine Babys erfahren wollen. Deshalb kein Wort zu irgendjemandem. Auch nicht, dass ich mich jetzt bei euch einmieten werde. Ihr habt doch ein Zimmer frei, oder? Ja. Es gibt dann nur nie extra. Und wenn doch jemand was wissen will. Ich bin polnischer Erntehelfer und spreche kaum ein Wort Deutsch. Habt ihr das verstanden? Und jetzt, wo ist mein Zimmer? Franz, ihr habt ganz plötzlich ein ganz blödes Gefühl. Ich gar nicht. Erika, jetzt machen wir endlich auch mal richtig dicke Kohle. Und halt an, da probieren wir zwei aus, ob das Wundermittel auch wirklich wirkt. Erika, wir gehen goldene Zeichen entgegen. Ich glaube, da habe ich lieber wieder Migräne.